haben wir hier eine Zeitung, Freunde. Ich habe mir eine Zeitung gekauft von Louis Vuitton und die war nicht günstig. Ich wollte ein bisschen lesen, weil ich dachte mir so, ich lese echt wenig. Yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Boga, aka Ackermann Boga. Und wenn ihr euch für Mode oder Fashion interessiert, dann seid ihr hier genau richtig, Freunde. Und heute mit einem neuen Unboxing-Video. Ich zeige euch wieder meine latest Pickups, was ich mir so gekauft habe. Und da sind wirklich, ja, paar krasse Pieces dabei. Ein sehr, sehr heftiges Piece, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das heftigste Piece, was ich mir jemals gekauft habe, beziehungsweise das seltenste. Und zwei coole Sonnenbrillen habe ich für euch, wirklich eine gute Empfehlung. Und dann habe ich noch was für euch, was ich zugeschickt bekommen habe. Und ich würde sagen, damit fange ich auch direkt an. Und zwar habe ich das Shirt schon an. Es ist von der Brand Vento, eine deutsche Streetwear-Brand, die gerade sich jetzt ein bisschen am Aufbauen ist, möchte nach oben kommen. Und kann man auf jeden Fall empfehlen, weil die Pieces sind wirklich gut gemacht. Die Qualität ist sehr nice. Stoff fühlt sich gut an, Haptik ist nice, Fit ist sehr, sehr cool, also das fällt Oversize aus, oben Ärmel gehen ungefähr bis zu den Ellbogen, Oversize geschnitten, aber unten ist es dann etwas Crop geschnitten. Hier habe ich so einen Summer Spirit Shirt mit so einer grünen Schrift drauf, das Ganze ist in ein Creme-Weiß gehalten. Was ich cool finde, ist, dass sie hier so ein Detail nochmal mit so einem silbernen Patch gemacht haben. Und wie gesagt, von der Qualität fühlt sich gut an. Die Jungs haben mir das zugeschickt. Ihr Release ist, glaube ich, am 10.09. Alle Informationen packe ich einfach in die Infobox. Und dann könnt ihr das gerne abchecken. Um 18 Uhr findet das Ganze statt. Könnt ihr euch auch so ein cooles Shirt kaufen. Ist halt gut für den Sommer geeignet. Und ja, kann man nichts falsch machen. Ist auch gut, wenn man mal so kleinere Brands supportet. Und da tut ihr auf jeden Fall was Gutes und die werden euch auch bestimmt dankbar sein. Hier ist das nächste, was ich von denen geschickt bekommen habe, ist in einem Weiß. Das ist jetzt so ein richtiges Weiß, das hier war eher so ein Cremeton und hier ist es ein bisschen schlichter. Hier haben wir nämlich nur auf der rechten Brustseite ein Vento-Aufdruck mit deren ihr Logo. Hier auch dieses Vento-Etikett, was auch wirklich sehr hochwertig sich anfühlt. Und hinten haben wir dann noch ein V am Nacken, genauso wie bei diesem Shirt. Hier haben die mir noch eine nette Grußkarte geschrieben. Hey Boga, viel Spaß mit deinen neuen Pieces. Dein Vento-Team, danke an euch Jungs. Grüße gehen raus an Vento. Also wenn euch das interessiert, wenn euch diese Pieces hier gefallen, dann checkt das gerne ab. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr in der Infobox. So Freunde, jetzt geht es aber richtig los. Und zwar mit meinen LPUs, die ich mir selber gekauft habe. Und da sind wirklich heftige Sachen dabei. Ich würde sagen, wir fangen als erstes mit den Sonnenbrillen an. Als erstes haben wir eine Sonnenbrille von Loewe, Freunde. Das Ganze kommt in so einer Loewe-Schachtel, die man dann einfach hier öffnen kann. Und dann sind noch ein paar Sticker und sowas dabei. Die habe ich jetzt alle schon rausgenommen, weil ich habe sie natürlich schon getragen. Leute, die Leute, die mir auf Instagram folgen, die sind natürlich immer als Erste informiert. Deswegen, Leute, checkt ab mein Instagram, blende ich euch einfach ein. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, Freunde. Aber hier werde ich das natürlich auch nochmal unboxen für euch. Also wir haben hier einmal eine Schachtel von Loewe, die man hier so, ja, dreimal öffnen kann. Und dann haben wir das Brillen-Etui, wo hier nochmal Loewe Paulas draufsteht, weil das Ganze ist nämlich aus der Paulas Ibiza-Kollektion. Und ich feiere dieses Etui sehr, weil, Freunde, man kann es auch hier einfach, beziehungsweise hier gibt es einfach eine Schnur, und man kann es sich einfach um den Hals hängen, also perfekt für den Sommer, wenn man einfach schön an den Strand gehen möchte oder draußen ins Schwimmbad oder was weiß ich, einfach hier rumhängen. Oder man kann sogar es sich einfach an die Hose knipsen, also wirklich eine sehr coole Idee, wirklich gut gemacht. Und so hat man halt immer das Etui halt bei sich und die Brille kann nicht kaputt gehen. Aber wir kommen jetzt zu der Brille und zwar haben wir hier einmal die Paulas Ibiza Sonnenbrille. In einem schwarzen, roten Colorway, also schwarz ist das Gestell und die Gläser sind in so einem roten Colorway. Ist wirklich eine sehr, sehr coole Brille, meiner Meinung nach. Hier an der Seite haben wir nochmal schlicht Loewe stehen und da ganz hinten am Bügel, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ich glaube, ist gerade ein bisschen schwierig, ist nochmal dieses Loewe, hier dieses Loewe Logo. Also eigentlich ganz schlicht, ich kann das Ganze auch natürlich mal für euch aufsetzen und wir sehen hier schon, hast so einen, ja, ist halt so eine große Brille, so eine Sonnenbrille, maskemäßig, aber ich finde, es hat einen geilen Vibe und passt halt wirklich original perfekt zum Sommer.
taugt mir persönlich sehr, war auch lange Zeit ausverkauft. Ich glaube, aktuell ist es wieder verfügbar. Hau ich euch auch in die Infobox. Also wenn ihr euch die Brille kaufen wollt, dann einfach kaufen, Freunde. So, weiter geht's aber mit derselben Brille. Und zwar in einem anderen Colorway, wenn ihr euch vielleicht sagt, okay, die taugt mir nicht so sehr, die ist mir ein bisschen zu düster, zu dunkel und so. Okay, passt, dann habe ich nämlich noch für euch genau die gleiche in einem helleren Colorway. Und zwar auch in so einem, ja, in so einem, kein Weiß, sondern eher so einem Creme. Und da sind die Gläser in so einem blauen Colorway, auch eine sehr, sehr coole Brille. Meiner Meinung nach ist die hier für den Sommer noch ein bisschen besser geeignet, weil es halt einfach eine hellere Farbe ist. Und die kann ich natürlich auch mal für euch aufsetzen. Und dann haben wir hier einmal das gleiche nochmal in einem helleren Colorway. Ihr könnt hier gerne mal in die Kommentare schreiben, welche ihr cooler findet. Ich persönlich, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde beide cool, aber ich persönlich finde die hier cooler, die schwarze, weil das auch meine ist. Die hier ist nämlich von meinem Kollegen, die er mir aber jetzt tatsächlich spontan ausgeliehen hat. Also nicht nur für das Video, die habe ich wirklich von ihm ausgeliehen, weil ich die einfach anziehen wollte. Ich habe ihm im Gegenzug eine Prada-Tasche von mir gegeben, haben wir so ein bisschen getauscht. Und ja, eventuell werde ich die auch von ihm abkaufen, weil ich glaube, er trägt sie nicht so oft. Aber das haben wir noch nicht ausgemacht, das werde ich dann schon noch mit ihm klären. Auf jeden Fall hier die zwei Brillen, wirklich eine sehr coole Empfehlung von mir. Und allgemein, ihr wisst ja, Freunde, ich habe so einen Sonnenbrillen-Tick. Ich habe wirklich viele Sonnenbrillen. Ich habe auch einige sehr, sehr geile Sonnenbrillen. Und da ist wirklich, ich denke, für jeden was dabei. Deswegen checkt einfach mal, ja, checkt mich auf Instagram ab. Da werdet ihr eh alles erfahren, was für Brillen ich mir kaufe oder allgemein, was ich mir kaufe. Aber ich habe auch mal ein Sonnenbrillen-Video gemacht, wo ich alle meine Sonnenbrillen vorstelle. Da sind jetzt die zwei nicht dabei, weil es halt neu ist. Aber könnt ihr euch auch einfach mal anschauen. So, Freunde, und jetzt kommen wir zu dem ultimativsten Pick-up, was ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Nicht das teuerste, nicht das... Ja, oder doch, das Beste ist es, glaube ich, schon. Nein, ich weiß nicht, Freunde. Aber es ist auf jeden Fall das Seltenste. Es ist wirklich so, so selten. Und ich werde es euch jetzt zeigen, Freunde. Ihr kennt es ja, das Spiel hier, Louis Vuitton Box, wie immer, Freunde, ihr wisst Bescheid, die bekannte orangene Box, die wir einmal hier öffnen werden. Und der bekannte Staubbeutel, wie ihr ihn auch kennt, Freunde. Aber das Wichtige ist, was ist da drinnen? Und zwar haben wir hier, Freunde, aus der Fall Winter 2021 Kollektion. Oder war das 2021 haben wir hier eine Zeitung, Freunde. Ich habe mir eine Zeitung gekauft von Louis Vuitton und die war nicht günstig. Ich wollte halt ein bisschen lesen, weil ich dachte mir so, ich lese echt wenig, ich habe kein Buch bisher gelesen und so. Und da dachte ich mir, eine Zeitung, vor allem irgendwie, wenn man in der U-Bahn fährt oder so, wenn man auf den Bus wartet, ist auf jeden Fall praktisch. Nein, Freunde, kleiner Joke, es war nur ein Spaß. Das ist nämlich nicht nur eine Zeitung, nein, sondern es ist eine Bag. Freunde, es ist einfach eine Tasche. Es ist einfach eine Tasche, Freunde. Und gebt euch bitte mal, schaut euch diese Tasche mal an. Lasst es kurz auf euch einwirken, Freunde. Gebt euch diese Bag. Es ist einfach eine Tasche in Form einer Zeitung und ich finde es eine geniale Idee. Es ist so eine geniale Idee. Hier könnt ihr auch nochmal schauen. Look closer. Also schaut genauer hin, Freunde. Es ist einfach eine Tasche, die natürlich auch einmal aufklappbar ist, wo hier auch noch so viel draufsteht und hier nochmal so einen, wie sagt man dazu? Ja, so ein Henkel, wo man sich halt um den Arm machen kann und wo man sich halt einfach so tragen kann, ein bisschen chillen kann, ab und zu was anschauen kann, lesen kann. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee, ein Iconic Piece. Und ja, ich bin euch ehrlich, Freunde, ich hab noch nicht alles durchgelesen. Da sind auf jeden Fall die ganzen Kollektions, so Mottos stehen da drauf, die Erklärungen oder was damit gemeint ist, denke ich mal. Zum Beispiel hier haben wir diese extra, 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 was man auch auf der Fashion Show gesehen hat. Also die Bag war ja auch auf der Fashion Show vertreten. Dann Tourist vs. Purist, was ja auch ein großes Thema war aus der Kollektion. Also muss ich mir auf jeden Fall alles nochmal in Ruhe durchlesen. Habe ich bisher leider noch nicht gemacht, weil ich einfach so... Keine Ahnung, ich war einfach so unfassbar, so das ist einfach so ein krasses Piece, also ganz ehrlich, das ist ein heftiges Piece und ein sehr seltenes Piece, wie ich ja schon erwähnt habe, Freunde. Aber jetzt mal ganz kurz dazu, es gibt hier zwei Öffnungen, einmal, zweimal und man kann sie natürlich auch aufklappen.
aber die sind, glaube ich, nicht miteinander verbunden, oder? Nein, es sind also zwei Taschen sozusagen. Also hat man hier die Möglichkeit, in zwei verschiedene Fächer was reinzutun. Also es ist dann nicht, dass es alles sich da unten so staut, dass es halt ein Durchgang ist, sondern es sind hier zwei Bags, also einmal hier und einmal da. Genau, so viel dazu. Auf jeden Fall war das so mein Favorite Piece aus der Kollektion, was jetzt an von dem Bag halt. Es gab natürlich noch einige sehr, sehr krasse Pieces. Ich muss eh sagen, dass Louis Vuitton Virgil Abloh sich wirklich immer wieder steigert. Er hatte so ein bisschen einen Fall kurz, wo ich dachte, okay, ich weiß nicht, ob das so meins ist oder ob es in die richtige Richtung geht mit diesen Kuscheltieren und alles drum und dran und so. Aber ich muss sagen, die letzte und die vorletzte Kollektion, also da muss man echt Respekt zollen. Da waren krasse Pieces dabei, iconic Pieces, wie zum Beispiel diese Bag hier. Es gab auch einen Kaffeebecher, den ich auch gerne haben wollte. Den kann ich euch einfach mal hier einblenden. Das war auch eine Tasche als Kaffeebecher. Ich hätte gern beide Pieces gehabt, dann so kombiniert miteinander. Das wäre echt geil gekommen, aber leider war der Kaffeebecher total ausverkauft. Also der war direkt weg einfach. Ich hatte keine Chance. Mein Verkäufer konnte mir zum Glück diese Tasche noch klären. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich die bekommen habe, weil diese Tasche gibt es nicht mehr. Sie war nie gelistet bei Louis Vuitton. Also aktuell oder sonst war es immer so, du gehst auf die Louis Vuitton-Seite, dann findest du die Tasche halt und dann ist sie halt ausverkauft. Dann kannst du halt klicken, benachrichtigen sie mich oder kontaktieren sie uns und so. Ganz normal halt. Also das ist so der normale Standard. Die Pieces sind meistens immer ausverkauft. Also wenn die Kollektion drops, sind die Pieces schon meistens einfach ausverkauft, weil man halt vorbestellen kann und alle machen das und da sind die Pieces halt meistens schon weg. Aber trotzdem sind die auf der Louis Vuitton Seite und du kannst sie halt ja anschauen und siehst halt dann ausverkauft. Aber diese Bag ist nicht mal auf der Louis Vuitton Seite gelistet. Es gibt in Instagram eine so Insta-Seite, die halt immer so Louis V Sachen droppt und die neuesten Sachen, die neuesten Fotos, irgendwelche Infos gibt, wann welche Kollektion rauskommt und alles. Also eine Seite, alle die sich mit Louis Vuitton beschäftigen, die kennen diese Seite eigentlich, weil die halt immer so up to date ist. Und die hat halt auch diese Tasche hier gepostet, hat auch geschrieben, eine sehr seltene Tasche, schwierig zu finden, nur in ausgewählten Stores. Und Virgil Abloh hat einen Kommentar geschrieben, wo er geschrieben hat, Pokémon. Und er meint damit, er hat es danach auch in seine Story gepostet, dass es, diese Tasche ist wie ein Pokémon. Er so, ich versuche mal in irgendwelche Stores zu gehen und sie zu finden. So, es ist eine Pokémon-Situation so. Also eine sehr krasse Bag. Umso glücklicher macht es mich, dass ich sie bekommen habe, dass ich sie jetzt hier bei mir habe. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was die Bag überhaupt wert ist, weil, Freunde, sie wird nicht mal angeboten, weil sie so selten ist, es bietet sie keiner an. Keiner verkauft sie gerade. Also ich kann den Preis entscheiden so mäßig, wenn ich sie verkaufen wollen würde, aber ich will sie nicht verkaufen. Ich könnte einfach sagen, so ab jetzt ist sie 3.000 Euro wert oder 4.000 oder 5.000. Ich kann den Preis bestimmen, weil es gibt auf dem Markt keinen, der sie anbietet. Aber ich verkaufe sie nicht. Ich bin einfach froh, dass ich sie bekommen habe. Ich finde, es ist ein iconic Piece und ich werde sie auf jeden Fall behalten. Und ja, einfach auch gut kombinieren, so auf schick, elegant und so, kommt auf jeden Fall sehr nice. Ja, Freunde, ich denke, das war schon mit dem Video. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Pickup euch am besten gefallen hat. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Tasche findet, wie ihr die Brillen findet. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, vielleicht hier mit diesen zwei Brillen. Vielleicht ist da was für euch dabei. Tasche gibt es halt leider nicht mehr, kann man nichts machen, Freunde. Oder vielleicht gefallen euch ja auch hier diese Shirts von Bento. Also wie gesagt, Freunde, alles in der Infobox verlinkt. In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und ja, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben zu geben, Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid, Leute. Euer Boga, haut rein, Freunde. Peace.